Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simon Zockt. Ich bin Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard und heute teste ich für euch King's Quest 2015, ein Adventure-Game auf PC und PS4. King's Quest ist ja ein sehr bekannter Name, ne? Damals gab es ja so diese, ich sag mal schon fast religiöse Trennung zwischen LucasArts und Sierra Adventure Fans. King's Quest ist eben eins dieser Sierra Adventures gewesen. Es gab glaube ich 9 Teile oder sowas insgesamt. Das hier ist jetzt halt der neueste Teil. In der Story aber ganz weit vorne, also ist quasi so eine Art Reimagining von King's Quest. Ich habe vielleicht mal einen davon gespielt, also ich habe da null Nostalgie für. Wer mir länger zuguckt, weiß, ich bin ein großer Monkey Island Fan. Das war so das Adventure meiner Kindheit. Deswegen bin ich hier dran auch völlig unvoreingenommen gegangen. Und ich muss aber sagen, trotzdem, das kann ich jetzt schon mal zu Beginn sagen, das Adventure Game hat mich echt sehr überzeugt. Also wirklich, wirklich toll gemacht. Auf die einzelnen Punkte kommen wir gleich nochmal zurück. Es ist auf jeden Fall ein extrem charmantes Spiel. Ihr seht es vielleicht schon am Artstyle. Der ist halt jetzt so ein bisschen wie diese modernen Telltale-Games mit sehr geringem Polygon-Count. Könnt ihr ja sehen hier, ne? Der Stein hat 3 Polygone oder so. Aber halt schöner gezeichneter Cell-Shading-Look und halt ja einfach eine tolle Art-Direction. Und das zieht sich jetzt hier so ein bisschen durchs Game. Ich spiele jetzt hier gerade die Tutorial-Sequenz oder den Start des Spiels, weil ich natürlich nichts spoilern möchte. Nachher ist es jetzt so, dass wir jetzt hier in diesem Abschnitt speziell viele Elemente haben, die dieses Spiel halt nochmal ein bisschen abheben von so klassischen Adventures. Das ist halt einfach ein modernes Adventure, eben auch ein bisschen in diesem Stil der Telltale-Games, wie gesagt, nicht nur grafisch, aber hat doch mehr so benutze Gegenstand mit anderem Gegenstand und suche Zeug und unterhalte dich mit Leuten und so weiter, als die modernen Telltale-Games, die ja mittlerweile nur noch Quicktime-Events sind, ne, wisst ihr ja. Also ich meine, das ist auch in Ordnung. Ich finde ja die Game of Thrones-Teile von denen im Moment ziemlich gut. Aber das hier hat doch noch mehr so einen Fuß in der Vergangenheit in den alten Adventure-Games. Ja, aber diese Tutorial-Sequenz, die wir jetzt spielen, die ist relativ, erstmal zumindest, relativ actionlastig. Und das ist aber gut gehandelt. Also man hat hier immer mal so Set-Piece-Momente, ja. Set-Piece bedeutet im Prinzip einfach, ihr habt hier so ein paar coole, toll animierte Sachen und der Humor in diesem Spiel und die Animationen sind wirklich auch übrigens ziemlich gut. Das werden wir auch gleich sehen. Und diese Set-Piece-Momente, die ja untermalen dann halt nochmal das Ende von so einer einzelnen Aufgabe quasi. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll, aber ihr habt halt hauptsächlich dieses Adventure-Gameplay und dann dann auf der anderen Seite hättet ihr quasi dann nochmal so ein bisschen actionlastigeres, ne? Man könnte fast sagen Jump-and-Run-mäßiges, aber das ist alles eigentlich doch relativ von der Steuerung her halt nicht so komplex wie so ein Action-Game tatsächlich. Ja, jetzt habt ihr gerade schon hier so das Framing-Device dieser Story gesehen. Das bedeutet im Prinzip, das erfahren wir gleich noch, diese Geschichte hier. Na, und übrigens habt ihr auch gerade gesehen, dass wir natürlich in King's Quest auch sterben können. Das ist ja so eine der Sachen, die da immer möglich waren. Also in den King's Quest Games konnte man tatsächlich ein Failure State erreichen. Das bedeutet also tatsächlich einfach verlieren, also sterben. Und hier ist es so gehandelt, dass ihr, der Held hier, ne, seid, Graham, der jetzt schon ziemlich alt ist und in seinem Bett liegt. Man weiß nicht so genau, was mit dem los ist. Der ist auf jeden Fall krank. Also das ist jetzt kein großer Spoiler. Das ist auf jeden Fall Anfang dieses Spiels auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch nochmal hier komplett zurückgesetzt, ne? Und er erzählt halt seiner kleinen Enkelin die Geschichten aus seinem Leben, so seine Heldentaten. Moment, und deswegen, ne, wenn er dann irgendwie mal stirbt in der Story, dann haben die auch immer irgendwie einen lustigen Dialog dazu. Das ist auch ganz häufig so, dass die beiden das halt eben hier so erzählen, so, und die Enkelin stellt halt Fragen, die man sich vielleicht selber auch fragen würde als Spieler halt. Ist eine tolle Art, eine tolle Erzählart. Das hat mich auch sehr überzeugt. Auf jeden Fall. Ich finde es gut, wenn Spiele das machen. Also so den Erzähler ins Spiel sehr gut integriert auf jeden Fall. Ja, und jetzt sind wir halt hier an einem Ort im Spiel, den wir später auch nochmal wiederfinden. Also die Story wird auch so nicht linear tatsächlich erzählt. Wir starten jetzt hier. Oh, der Zauberspiegel ist beim Drachen. Ja, wir starten jetzt hier an einer Stelle und das hat mich sehr weggehauen, weil man ist halt hier später in der Story an einem früheren Punkt nochmal. Und dann passieren hier Sachen, dann macht man hier Sachen, die halt dazu führen, dass man hier versteht, was hier tatsächlich jetzt passiert. Also, dass man halt noch ein bisschen Hintergrund zu diesem
ja, zu diesem Ort hier kriegt. Und das war richtig gut geregelt auf jeden Fall. So, jetzt haben wir halt hier so ein paar Puzzle. Genau. Und zwar müssen wir jetzt halt hier einmal das Ding hier reparieren. Ja, aber der Griff fehlt und so, und jetzt fängt das Spiel halt so langsam an mit Puzzeln. Aber keine Angst, also das war halt auch mein Bedenken am Anfang. Was ist das für ein Spiel, ne? Man, auch aus Trailern und so, die ich mir dann nachträglich angeguckt habe, weil ich halt das Spiel gesehen habe und wusste halt nicht, was es ist. Dann habe ich mir Trailer angeguckt, also es ist nichts, was ich jetzt seit Ankündigung verfolgt habe. Habe ich dann halt irgendwie erst gedacht, ist das irgendwie ein Action-Game, weil die halt gerne diese Set-Piece-Momente, von denen ich die ganze Zeit rede, gezeigt haben. Und die sind halt wirklich animiert wie so ein Disney-Film. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber die Animation ist wirklich gut. Ich finde, die ist viel besser als bei den Telltale-Games. Kostet auch ein bisschen mehr als diese Telltale-Games. Also die gesamte ist ein episodisches Game, habe ich vielleicht vergessen. Also es gibt 5 Episoden, das ist hier die erste. Für die habe ich aber auch relativ viel Zeit gebraucht, tatsächlich. Also die war schon ein substanzieller Part von einem Adventure-Game. Wenn die alle ungefähr diese Länge haben, dann bin ich sehr zufrieden damit. Da ist da doch mehr drin als in den Telltale-Games. Fühlt sich aber auf jeden Fall mehr an wie ein Adventure-Game eben als diese modernen Telltale-Spiele. Und um nochmal drauf zurückzukommen, was ich eben wegen der Animation gesagt habe, also gerade in diesen Set-Piece-Momenten ist das halt alles wirklich so fast wie ein Comic oder fast wie ein Disney-Film animiert. Auch die Musik ist unglaublich gut. Die Musik ist erstmal überhaupt, der Score ist total gut komponiert, finde ich. Aber auf der anderen Seite ist die Musik halt super dynamisch. Das heißt, das ist tatsächlich auch wie in so einem alten Comic, ne, dass die Musik dann halt mitspielt, wenn ihr zum Beispiel irgendwie so einen Cliff runterfällt. Jedes Mal, wenn ihr über so einen Stein haut, kommt irgendwie so ein Geigen-Hit oder sowas. Also ihr wisst, wie ich es meine, ne? Also die Musik spielt tatsächlich mit in das Geschehen so rein und so. Das ist halt wirklich, ja, man merkt, woran sie sich orientiert haben. Und für so ein kleines Spiel hat mich das doch auf jeden Fall sehr überrascht, wie gut das gemacht ist und wie emotional das auch wird. Also hier ist nicht nur die ganze Zeit lustig, sondern diese ganze Meta-Story mit der alte Gray im Licht im Bett. Vielleicht ist er sterbenskrank, wer weiß. Und dann sind noch so ein paar andere Sachen hier in den Geschichten, die er erzählt und so, was mich sehr überzeugt hat auf jeden Fall. Also die Story hat mich sehr gepackt, fand ich sehr cool. Ja, also ist aber auch immer noch so eine, wie sagt man, lighthearted, ich weiß jetzt nicht das deutsche Wort, also so eine, immer noch so mit einem Augenzwinkern und so einem fröhlichen, ne, Hintergrund. Also auf jeden Fall immer noch eine gute Fantasy-Story. So. Würde ich auch, wenn ich nur einen Spiegel als Freund hätte. Okay. So. Jetzt müssen wir uns halt hier, das ist wieder so eine, das würde ich halt auch zum Beispiel auch als Action-Sequenz bezeichnen, ne, wo halt hier irgendwie so, ja, Hindernisse und so ein Quatsch sind. Also das ist auch tatsächlich im Spiel, aber wie gesagt, lasst euch nicht täuschen. Sobald wir halt hier aus dem Tutorial raus sind, öffnet sich das dann auch so ein bisschen und dann fangen wir halt auch an, Gegenstände zu nehmen und die mit anderen Gegenständen zu kombinieren oder was auch immer, ne? Also so richtige Adventure-Game-Sachen eben. So, Speedrun-Taktik. Haben wir geschafft, ohne aufgespießt zu werden. Exzellent. So, hier könnt ihr euch ja denken, was passiert. Eine Drache finde ich übrigens auch super. Die sieht super aus. So, das haben wir ja schon gelernt. Und wir finden natürlich auch später noch heraus, warum der nur ein Auge hat, ne? Das ist wichtig. So, dann müssen wir uns jetzt hier noch rumschleichen. Also diese Sequenz ist halt doch ein bisschen lang, aber das macht überhaupt nichts, weil ich fand die ziemlich gut. So. Oh-oh. Oh no. Speedrun-Taktik. Ja, hat wunderbar geklappt. Gut. Übrigens, die deutsche Synchro höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe mir das Spiel, als ich es halt angefangen habe zu spielen, auf Englisch reingezogen, weil da sind doch ein paar bekannte Synchronsprecher drin, unter anderem Christopher Lloyd, besser bekannt als Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Also der spricht halt den alten Graham und auch so ein paar andere Stimmen, die ich wiedererkannt habe, auch teilweise nicht einordnen konnte, aber auf jeden Fall. Und das ist jetzt ein ziemlich trauriger Moment eigentlich, weil man später halt erfährt, was so die Hintergrundgeschichte von all dem hier ist. Ja, aber die Synchronsprecher super, auch
die Witze sind gut geschrieben und wie gesagt, die Animation macht halt auch einen Großteil vom Humor aus, also viel so Slapstick-Humor. Ja, also durchaus ein gutes Spiel. Habe ich jetzt schon öfter gesagt. Okay, das ist halt auch so eine Action-Sequenz. Jetzt haben wir halt gerade gesehen, okay, wir haben auch so First-Person-Abschnitte und das war halt wieder so ein Ding, wo das dann in den Trailern so, First-Person und Klettern und was auch immer, was hat das mit King's Quest zu tun, haben die Leute gesagt. Ja. Noch eine andere Sache, die ganz interessant ist und da werden wir dann später nochmal zu kommen, ist, dass die Puzzle so ein bisschen open-ended sind. Das heißt, einige Puzzle haben tatsächlich mehrere Lösungsmöglichkeiten, werden wir dann gleich sehen, wenn wir halt aus dem Tutorial raus sind. Da kriegen wir eine Aufgabe gestellt und können die auf verschiedene Arten lösen. Also es ist weniger so, dass man in eine Sackgasse gelangt und auch ganz smartes Design an Stellen, wo dann zum Beispiel ein Charakter euch so einen Tipp zuruft, wenn ihr halt gerade irgendwie fünfmal durch dasselbe Gebiet gelaufen seid und gerade nicht wisst, was ihr macht, dann sagt er hier, probier doch mal das aus, anstatt halt, dass da irgendwie so eine Nachricht aufploppt, ne, ist es tatsächlich so gewesen, dass die das halt ins Spiel auch irgendwie so natürlich integriert haben, was fand ich auch ziemlich gut. Also moderne Adventure-Games machen das ja gerne mal, dass sie euch Tipps geben. So, ich weiß die Lösung für dieses Puzzle schon, deswegen machen wir das jetzt mal nicht falsch, sondern machen es direkt richtig. Also das ist hier der Fütterapparat für den Drache. Legen wir hier so ein perfekt rechteckiges Steak hier unten hin. Dann wird geklingelt. Kaplam. Wir wollen in diesem Fall halt den goldenen Spiegel retten oder ja, zurückholen. Das ist auch, glaube ich, ein bekanntes Item aus King's Quest. Wie gesagt, ich habe null Nostalgie, aber trotzdem hat mich das Universum jetzt hier auf jeden Fall echt überzeugt. Und ich hatte direkt Lust, nochmal in die anderen Games reinzugucken. Allerdings sind die natürlich jetzt auch schon relativ altbacken, wenn man da keine Nostalgie für hat. Ne, Monkey Island und so, finde ich, gibt es ja auch tolle Remakes. Da konnte man immer mal wieder reingucken. Deswegen ja, bin ich jetzt hier nicht so ganz überzeugt, da nochmal reinzugucken. Aber auf jeden Fall fand ich das, was sie jetzt hier gezeigt haben, also das Universum und die Story, direkt total interessant. Wenn sich das halt anlehnt an das alte King's Quest, finde ich das ziemlich gut. Nur halt haben die das hier halt natürlich nochmal neu erzählt, habe ich mir sagen lassen. Also ist auf jeden Fall doch anders als halt die Original-Storyline, aber halt eben bekannte Charaktere und so weiter, ne? So, und jetzt müssen wir nochmal vor dem Drachen entkommen. Jetzt kommt halt so ein großes Action-Segment. Und das ist halt, was ich meine. Also, oh. Hier hätten wir auch übrigens runterfallen und sterben können, ne? Wie immer. Also in King's Quest tatsächlich, wie gesagt, gibt es ein Failure State. Was ich auch sehr spannend finde, in den LucasArts Adventures war das, glaube ich, eher nicht so. Oder zumindest, soweit ich mich erinnern kann, war das nicht häufig so. Monkey Island gab es zum Beispiel zwei Failure States. In den Indiana Jones, Fate of Atlantis, weiß ich gar nicht. So, hier erstmal die Betten runterschießen. Was das zu bedeuten hat, erfährt man auch erst später. Und hier, schaut euch das an. Das ist zwar, ne, es ist zwar nicht viel Polygon und so, es ist Cell Shading, aber das Wasser und so, das sieht doch super aus. Also das ist halt alles toll gezeichnet. Und macht halt so einen Storybook-mäßigen, ne, so Kinderbuch-mäßigen Stil aus, der auf jeden Fall was hermacht. So. Na, und dann haben wir halt hier auch diese verpflichtenden Quicktime-Events, die in jedem Spiel mittlerweile drin sein müssen. Auch in den Adventure-Games, aber die Telltale-Games, wie gesagt, bestehen ja hauptsächlich daraus. Oh. Und hier finde ich das eigentlich ganz, ganz gut gemacht, dass man halt eben also das hat so einen guten Spannungsbogen, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Also man hat halt eine längere Zeit so, ich laufe rum und rede mit Leuten und löse Puzzle und streng meinen Hirnschmalz an und so. Und dann hat man halt hier so, ne, wenn man die Aufgabe gelöst hat, nochmal so ein cooles Finale. Und das fand ich halt schon eine ziemlich gute Belohnung eigentlich auch. Und das ist halt häufiger im Spiel so, ne? Dass man so Sequenzen in dieser Art hat. Also ich würde sagen, es ist eine der besten hier auf jeden Fall, aber da kommt noch einiges auf jeden Fall. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt für bisher, ne, ist auf jeden Fall eine deutliche Empfehlung von mir soweit. Dieses Spiel hat mich halt, wie gesagt, sehr überrascht. Und wenn ihr halt Bock auf ein Adventure habt, dann kann man hiermit wirklich wenig falsch machen. Ich glaube, das ist halt echt ein... Oh. Was macht der Drache? Das ist echt eine gute Wahl, also für moderne Adventure, was das angeht. Also ja, jetzt müssen wir natürlich hier zwischen den Betten langlaufen und so weiter. Holy crap. No. Okay.
Und der, die Kappe, die er aufhat, oder sein Design, ist auch übrigens nach King's Quest 1, glaube ich, oder was auch immer. Ja, der Graham war halt auch der Held in den verschiedenen King's Quest-Teilen. Also seit King's Quest 1 oder was, hatte der halt diese lustige Kappe auf. Also ja, ist sicherlich auch total viel Fanservice drin. Da kann ich natürlich nichts zu sagen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, aber ja, ich habe halt die Spiele, wie gesagt, nicht gespielt. Und das ist das Schöne. Dennoch hat das Spiel halt geschafft, mich so echt zu überzeugen. Das ist immer schön, ne, wenn irgendwas da langkommt und man halt null, man sich so null gespoilert hat, man null Ahnung hat und halt total überrascht ist davon. Jetzt kommt auch ein interessanter Aspekt. Wir haben jetzt die Wahl zwischen drei Optionen. Der spricht die drei Optionen jetzt hier nicht aus. Also der sagt nicht, was wir genau machen können. Aber wir können hier in dem Fall auf die Kette schießen und den Drachen freilassen. Wir können ihm ins Auge schießen oder wir können auf seine Glocke schießen und ihn halt wegführen. So. Jetzt haben wir den Drache freigelassen und er ist dankbar und verzieht sich. Im anderen Durchspielen habe ich eine andere Wahl getroffen, also ich habe seine Glocke geschossen und das passiert öfter hier im Spiel. Also ihr habt öfter tatsächlich Momente, wo ihr euch entscheiden könnt, auch ins Gameplay integriert, teilweise in diese Sequenzen, wie ihr es jetzt hier gesehen habt, teilweise Sachen, die ihr sagt, teilweise Sachen, die gar nicht ausgesprochen werden. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus später, das ist nur minimal, also das ist kein wirklicher Spoiler, ich weiß nicht, was das für Auswirkungen hätte, aber da ist zum Beispiel, ihr seht einfach irgendwo so einen Tisch stehen, wo halt irgendwie einer das schön hergerichtet hat und da will der offensichtlich jemanden einen Heiratsantrag machen, könnt ihr aus einem Brief ablesen, der da liegt. Ja, und dann wollt ihr aber einen Gegenstand, der da in den Bäumen drin ist. Und dann habe ich halt gedacht, wie komme ich da dran? Habe ich halt gegen den Baum gehauen. Ne? Dann sind die Dinger runtergefallen, aber auch ein Bienennest und hat quasi im Endeffekt dem sein Dinner zerstört. Dann habe ich irgendwie gedacht, das hat bestimmt irgendwie Auswirkungen und habe halt später so einen Fruchtpflücker, also so eine lange Stange gefunden und habe ich mir gedacht, eigentlich hätte man die Früchte wahrscheinlich damit pflücken können. Da bin ich damit zurückgegangen, konnte das dann aber nachträglich noch auf den Bienenstock benutzen und den dann entfernen. Und dann habe ich später herausgefunden, dass der Bäcker da in der Stadt quasi seiner Freundin einen Heiratsantrag machen wollte und dann war der happy und so weiter. Ich bin sicher, hätte ich den Bienenstock da liegen lassen, wäre das halt anders gelaufen. Und ja, also das Spiel spielt auch übrigens, ihr seht jetzt, das ist der alte Graham, der seiner Enkelin, sorry, da die Story erzählt. Das Spiel spielt über seinen gesamten Lebensverlauf. Also wir fangen jetzt an, bevor er überhaupt Ritter war und dann seht ihr dann später halt, also die einzelnen Game-Episoden, die noch nicht draußen sind, haben verschiedene Symbole. Man sieht halt, wie er von Symbol zu Symbol älter wird. Im nächsten Spiel wäre er dann quasi schon König und oder so in der Art und dann wird er halt immer älter und dann nehme ich halt auch an, dass die Leute in der Stadt auch dementsprechend altern. Also wahrscheinlich wird man dann im nächsten Spiel den Bäcker mit Frau sehen oder halt ne ohne Frau oder wie auch immer. Und diese ganzen Sachen am Ende vom Spiel kriegt man so eine Art Bild, ja, das halt nochmal die Entscheidungen von einem darstellt, mehr oder weniger. Und da sind halt Sachen drauf gewesen, über die ich gar nicht nachgedacht habe. Also nochmal so eine Sache. Na gut, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil das halt einfach im Spiel so drin ist, dass man da gar nicht drüber nachdenkt. Aber das fand ich schon ziemlich clever. Also es war schon sehr, sehr smart gemacht, diese Geschichte. Und auch lustig ist halt, dass die Ratschläge oder die Sachen, die man in dem Abenteuer macht und seine Enkelin dann gibt, dann halt in dieser Meta-Story, die hier passiert, dann noch Auswirkungen haben. Also wie sie sich jetzt verhält, das sind jetzt nur Cutscenes, aber sie hat jetzt hier ihren Cousin, ja, der sie erschrecken will. Und wie sie das jetzt, diese Situation angeht, ist unterschiedlich, je nachdem, wie ich mit dem Drachen umgegangen bin. Ne? Ich habe nämlich das letzte Mal dem Drache die Glocke geläutet, habe ich ja gesagt, dass er zum Essen kommt. Und das hat sie dann hier auch gemacht. Also hat so eine kleine Glocke genommen, um ihn halt zu ärgern. Und jetzt hier hat sie quasi, ne, ihn in Anführungszeichen freigelassen. Also das ist auch ganz witzig. Das passiert auch öfter. So wirklich ganz interessantes Storytelling tatsächlich, was ich auch so in dem Spiel noch nicht gesehen habe. Das ist auch das, was mich am meisten hier dran fasziniert hat. Die legendäre Bestie, die er freigelassen hat. Ich weiß nicht, ob er vergisst, dass ich die Geschichte kenne oder ob sie mir geheim ist. Aber er erzählt sie jedem, der zuhört. Ja. Sogar die Kindermädchen machen sich über seine Geschichten lustig. Hast du mitbekommen, was die Ärzte sagen? Ja,
die Ärzte, Magier, Zauberelfen. Ja, jetzt sagen sie halt gerade, dem Großvater geht's noch gut, aber man ist sich nicht hundertprozentig sicher und so. Das wird immer in der Story so ein bisschen angedeutet. Ja. Also, wie gesagt, ich will auch jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen habe ich ja auch hier den Anfang vom Spiel gezeigt. Wir zeigen jetzt nochmal den nächsten Abschnitt. Das ist, wenn der Großvater jetzt halt den nächsten Teil der Geschichte erzählt. Also es läuft immer so, er erzählt einen Teil der Geschichte, die Gwendolyn macht irgendwie was, dann erzählt er wieder einen Teil seiner Geschichte. Ist ziemlich cool aufgebaut. Übrigens im Hintergrund hier seht ihr an der Wand quasi als so ein Wandteppich die Cover von verschiedenen King's Quest Games, habe ich mir auch sagen lassen. Das fand ich auch ziemlich witzig. Das ist zum Beispiel so der Fanservice, wie er hier drin ist. Also, falls euch das interessiert, wenn ihr die King's Quest Games nicht gespielt habt. Aber ansonsten ist es euch natürlich wahrscheinlich sofort aufgefallen. So, und hier seht ihr zum Beispiel nochmal, Gwendolyn will auch in so einem Turnier mitmachen und je nachdem, wie wir jetzt halt ne, in unserer Story weitermachen, verhält sie sich auch dann anders im Turnier. Also das ist schon wirklich echt gut gemacht. Also ich habe sowas bisher in einem Game noch nicht gesehen. Ich mag halt dieses Nonlineare und diese Zeitsprünge zwischen den, ich erzähle eine Geschichte und so weiter. Und ja, ein anderes Game, was das gut gemacht hat, das werdet ihr jetzt mir vielleicht nicht glauben, aber das war Call of Juarez Ganzlinger. Das war eine ähnliche Story. Da hat der Typ eine Story erzählt, ist ins Saloon gekommen, hat halt rumgelogen wie Sau. Das war ja ein Shooter-Action-Game. Habe ich auch ein Review zu gemacht. Und dann ist dem während der Story halt noch irgendwie was eingefallen, weil er halt betrunken war. Und dann hat sich halt in der Spielwelt dann Zeug verändert. Also irgendwie so ein Canyon hat sich dann einfach verschoben oder da waren plötzlich mehr Indianer oder so ein Quatsch. Das hat mich damals auch richtig weggehauen. Und es ist, glaube ich, das zweite Mal überhaupt, dass mich halt sowas jetzt irgendwie weghaut. Seltsam, ja, dass weniger Spiele so interessante Sachen machen, aber ne, das nur so am Rande, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Dazu, wie gesagt, gibt es halt auch einen Test auf meinem Kanal, ist super alt, mit super schlechter Qualität, aber wie auch immer. So, jetzt geben wir ihr quasi einen Ratschlag mehr oder weniger. Eine erfinderische Betrachtungsweise, um dann mit einem Ablenkungsmanöver den Sieg zu erringen. Ja, was sie jetzt eben beeinflusst. So, und jetzt sind wir gleich wieder in der nächsten Geschichte. Hier hängt übrigens, falls es euch nicht aufgefallen ist, der magische oder der goldene Spiegel eben an der Wand. Da gab es ein Turnier, das mein Leben verändert. Ja, und die Story ist halt eben von einem Turnier, wo wir halt ja als Graham teilnehmen, um halt Ritter in diesem Königreich zu werden. Und hier sind wir wieder bei diesem Look, Disney-Film-Look. Das ist, na gut, das ist mehr so Studio Ghibli-Look. Er hat einen Reithamster. Das fand ich auch total witzig. Und hier haben wir übrigens wieder so eine Sequenz, wo das drin ist, was ich eben gemeint habe. Also wo die Musik halt mit der Action hier zusammenpasst. das hat wirklich so richtigen Disney-Charme, finde ich. Also klar, es ist natürlich jetzt immer noch in Spielform und langgezogen, aber wie das halt aufgemacht ist, ist großartig. Also, unglaublich gut. Zack. Jo, und wir treffen natürlich auch eine Reihe lustiger, wie das ja so ist in Adventure Games, lustiger und verrückter Charaktere hier auf dem Weg. Gleich treffen wir da tatsächlich einen von. Und dann sehen wir auch nochmal einen anderen Aspekt, also das, was ich vorhin gemeint habe, dieses nicht-lineare, dieses nicht-lineare Quest lösen sozusagen. Also wir haben gleich eine Aufgabe und können die auf verschiedene Arten lösen. Achso, jetzt lernen wir erstmal unsere Gegner im Turnier kennen. Die sind auch großartig, diese Ritter. Oh Mann. Ah, und die Wachen sind auch super. Die Wachen sind klasse. Zumindest in der englischen Synchronisation sind die unglaublich lustig. Und natürlich gibt es auch noch ein paar Dorfbewohner und so weiter. Ja, also wirklich doch relativ
groß und breit, das Adventure. So die frühen Telltale-Games, die haben ja auch mal Monkey Island Remake und Seven Max Remakes und so weiter gemacht, bevor die jetzt diesen modernen Stil halt ne, gestartet haben, wo es halt viel mit Quicktime-Events ist. Wie gesagt, die schaffen es ja hier irgendwie so einen Spagat zwischen beidem zu haben, was ich wirklich gut finde. Also was Frisches und halt auch noch ihre eigene Würze so mitzubringen mit dieser ganzen Storytelling-Geschichte. Und schaut euch das mal an. Ich finde, das sieht halt richtig schön aus. Das sind, wie gesagt, voll wenig Polygone, aber das ist halt echt wie so der Hintergrund von so einem Disney-Film hier. Wunderschön. So. Ach ja, jetzt weiß ich noch. Hier nochmal einen hübschen Ausblick. Über das Königreich. So ein Schwenk drüber. Sieht aus wie bei mir zu Hause. Tatsächlich. So. Und. Ah ja, genau. Jetzt müssen wir hier so erstmal unsere ersten Mini-Puzzle lösen. Ich weiß halt schon, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt hier über, ist weiter hinten. Wir müssen hier über den See rüber und brauchen dafür halt hier was aus dem Werkzeugkoffer. Also nachher öffnet sich die Map halt auch und dann haben wir wirklich so Backtracking und halt diese typischen Adventure-Game-Mechaniken, wo wir halt auch wirklich viel rumlaufen müssen. Das bringt die Elemente aber jetzt nach und nach rein. Also jetzt finden wir halt erstmal einen Gegenstand und können den benutzen und so weiter. Würde ich sagen, ist immer noch Tutorial jetzt hier, also dieser Teil. Ich habe damit nicht wahllos alles Zack. So. Genau, und jetzt können wir hier nochmal über den Fluss. Hier dem Frosch nach. Der ist nur dafür da, damit wir wissen, hier können wir überhaupt über den Fluss drüber. und da liegt ein gebrochenes Rad. Schien noch nicht lange kaputt zu sein. So, und jetzt treffen wir noch mal einen dieser abgefahrenen Charaktere. Fort mit euch, Diebespack! Yeehaw! Oh, nur ein Junge. Keine Ahnung, woher er kommt. Sicher schwer auszusprechen. Schleicht dich nie an jemanden heran an einem so gefährlichen Ort. Oh, was ist mit deinem Fuß? Bist du auf irgendwelche Dornen getreten? Keine Angst, ich habe etwas. Sag, ist es eher ein... oder ein... Sei's drum, der Wunderkrämer kümmert sich um dich. Aber nicht umsonst. Ich habe meinen Hals riskiert für die seltensten, wundersamsten, geheimnisvollsten und meist auch leckersten Zutaten. Ah, da ist es ja. Ich massiere das zweimal täglich in meine Haut ein und zieh dir meine Pfirsichfüße an. Andererseits, vielleicht besser doch nicht. Könnte dein Wachstum hemmen. welch herrliches Material. Hey. Ich wusste, dass du nicht von hier bist. Nun, beeil dich besser. Niemand mag unpünktliche Ritter. Oh, warte. Du steckst hier mit fest. Alle Brücken sind weg. Und meine Abkürzung hat nicht funktioniert. Ich könnte schwören, dass dieser Fels direkt aus dem Wasser kam. Jetzt sitze ich hier mit einem kaputten Rad, einer fehlenden Werkzeugkiste und Herrn von Schling. Sag mal, ein strammer Bursche wie du kann mir doch sicher bei der Radreparatur helfen. Hilfst du mir mit dem Wagen, dann nehme ich dich mit zum Turnier. Hoffentlich bemerkt sonst keiner deine schreckliche Unpünktlichkeit. Oh, wie unhöflich. Hattest du Fragen an mich? Nee, wir haben keine Fragen mehr. Nein. So, und jetzt haben wir halt die Aufgabe hier, ihm ein Rad zu finden. Und wie gesagt, die können wir auf verschiedene Arten lösen. Also, wir können verschiedene Gegenstände zurückbringen. Finger weg von meinen majestätischen Einhörnern. Seine majestätischen Einhörner. So, jetzt benutzen wir hier ne, das Gerät, um den Baum zu fällen. Bup. Mein angestammter Platz war auf der anderen Seite, also erklomm ich die Wurzel des Problems. Ah, oh, Opa, ich bin kein ja, der bringt einen Haufen Wortspiele. Und das ist gut, dass es die Enkelin auch nervt, weil mich nervt das auch ein kleines bisschen. Ich bin nicht der größte Fan von Wortspielen. Also in der englischen Version ist es bisher noch, also das war jetzt noch sanft, ja, aber in der englischen Version ist es noch schlimmer. Oh. Yeah, meets, meets. Keine Meets, keine Meets. Hm.
Jo, jetzt sind wir halt auf dem Weg in das Dorf, ne, um halt ein Rad zu finden. Habt ihr ja mitbekommen. Ist noch ein bisschen Foreshadowing hier. Das macht das Spiel auch tatsächlich. Also ganz viele Erzählelemente. Durchdachte Erzählelemente. Wenn man sich ein bisschen mit sowas auskennt, ist es halt schon schön zu sehen, dass das ein Spiel mal so macht. So. Genau. Da sind wir. Tür ist zu, weiß ich schon. Deswegen klettern wir direkt. Man wird hier langsam an diese Kletterpassagen rangeführt. Da gibt es später nochmal ein paar mehr. Könnt ihr euch ja denken. Auf dem Marktplatz war es gespenstisch still. War ich als einziger in der... So, und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also wir können jetzt hier... jetzt hier reingehen und das Schild nehmen. Ne? Wir könnten aber auch irgendwie in einen anderen Laden gehen, in den Laden vom Bäcker und eine große Kuchenform nehmen oder so. Und jetzt nehmen wir einfach mal hier das Schild. Groß und durchaus zweckdienlich. Zack, der übrigens auch total Adventure-Game typisch. Alles verschwindet in seinem Inventar. Jetzt können wir aber auch noch hier ein bisschen Kohle da lassen. Oder halt auch nicht, ne? Das ist jetzt unsere Wahl. Wir können es also stehlen oder halt der Good Guy sozusagen sein. Und auch das könnte einen Einfluss halt haben. Ich habe es noch nicht getestet, ne? was es machen würde. So, ich lasse jetzt halt ein bisschen Geld da, weil sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Und dann gehe ich halt wieder zurück zu unserem Freund hier und ja. So. Jetzt können wir hier die Tür nehmen. Und das Spiel ist schon, wie sagt man auf Deutsch, self-aware, na, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Und zwar hier habe ich mich schon die ganze Zeit, da, habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt, muss ich jetzt wieder komplett da außen rumlaufen? Das war ja total blöd. Aber nein, das Spiel hat halt eine Abkürzung geöffnet. Und später ist es aber, muss man fairerweise auch sagen, so, dass man doch recht viel rumlaufen muss und überlegen muss, halt wie in einem Adventure-Game. Ne? Das ist ja jetzt hier noch relativ linear. Und dieser Part ist dann halt auch eine krasse Änderung zu dem hier. Also da solltet ihr darauf vorbereitet sein, dass es nachher halt echt wie ein richtiges Adventure-Game wird. Und dann habt ihr aber, könnt ihr hiermit, wie gesagt, nichts falsch machen eigentlich. So, jetzt geben wir ihm mal das Rad und gucken mal, was dann noch passiert. Okay. Damit könnte es doch klappen. So, und ich trinke mal einen Schluck von meinem Kaffee, während er das zusammenbaut. Was? Wow, er passt perfekt zum wohldurchdachten Farbschema der gesamten Operation hier. Ein wahres Zeichen von Mut. Mhm. Genau wie meine Hose. Einfach perfekt. Hoffentlich war er nicht so teuer. Warte, bevor ich es vergesse. Ich habe einen Teilnahmeschein für das Turnier organisiert. Da du mir netterweise ein Rad gebracht hast, bin ich gewillt, ihn dir zu einem halbwegs günstigen Preis zu überlassen. Na, Interesse? Nee, eher nicht. Nein, danke. Kein Interesse. Bist du sicher? Am Turnierplatz kosten sie das Doppelte. Denen kann man nicht trauen da. Der Preis erscheint mir doch recht hoch. Okay, okay. Ich ziehe den Torbahn vor dir. Hätte nicht gedacht, dass du so gut feilschen kannst. In Ordnung. Die Hälfte. Weiter kann ich nicht runtergehen. Na los, fass dir ein Herz. Vielleicht finde ich beim Turnier ein besseres Angebot. Wie du willst. Aber sag hinterher nicht, ich hätte nichts für dich getan. So, jetzt duften wir aber von hier. Herr von Schlink, los geht's. Also ich finde, die Animationen hier sind deutlich besser als in Telltale Games. Die haben ja so ihren Stil, die hauen das so ein bisschen raus. Aber ja, da sind die Animationen doch relativ hölzern. Hier ist das alles viel ausdrucksstärker, finde ich. Und halt viel so visueller Humor auch. Habt ihr ja jetzt bisher schon gesehen, auf jeden Fall. Und das zieht sich auch so durchs ganze Game eigentlich. Wir hoffen aufrichtig, dass dir dein Aufenthalt in unserer Luxuskabine gefallen hat. Bitte achte beim Hinaustreten auf deinen Kopf. Danke für die Gastfreundschaft. Nicht faulenzen, Junge! Du hast Glück, dass die Parade Halt macht. Da fehlt wohl seltsamerweise schon wieder eine Brücke, oder? Pass auf, wo du hintrittst. Nicht, dass dein hübscher Umhang nass geweiht wird. Oh, 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 oh. Hat er uns abgezogen, weil wir das Ticket nicht gekauft haben. Seht ihr mal, ich habe das letzte Mal das Ticket gekauft und jetzt hat er sich das Geld trotzdem genommen. Gut zu wissen. Ja, das ist auch wieder so eine Mini-Entscheidung, über die ich gar nicht nachgedacht habe. Das ist witzig. Das ist, ich glaube, ich spiele es tatsächlich noch ein zweites Mal durch. Hier sind jetzt die Wachen. Ich stehe auf der Liste. Vorname Graham.
Nachname? Die Liste befindet sich in der Arena, welche jenseits der Brücke liegt, die aus unerklärlichen Gründen fehlt. Wir haben eine Notlösung angefordert. Der Auftrag ist in Bearbeitung. Bei den Budgetproblemen in letzter Zeit bin ich skeptisch wegen der Reparaturen. Können die zwei da nicht nachsehen? Kyle und Larry? Die sind außer Dienst. Frag nicht. Keine Sorge, die Ritter in Spe da drüben finden schon eine Lösung. Dann können wir mit den Prüfungen fortfahren. Aber ich bin ein Ritter in Spe. Wenn ihr mir Platz macht, finde ich bestimmt einen Weg hinüber. Laut Deventry Dekret 6645 darf ein königlicher Gardist während der Dienstzeit auf keinen Fall und unter keinen Umständen seinen Posten verlassen. Naja, Addendum 237a erlaubt es uns, den Posten zu verlassen, wenn ein Alarm vorliegt und jemand in einer schweren Notlage ist. Ich sehe mich korrigiert. Und wir wollen kein zweites Rubenstern-Fiasko. Ein verspäteter Prüfling stellt aber wohl keinen Alarm dar. Wir können den Posten nicht verlassen. Befehl. So, jetzt wissen wir aber Bescheid, was wir machen müssen, um die da wegzukriegen, ne? Wir müssen einen Alarm auslösen. Und viel länger werde ich es jetzt gar nicht spielen. Ich zeige euch nochmal so zwei, drei Sachen. Aber das wäre es dann auch. Kommt her, Bienen! Weil, wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern. Aber den Großteil der Puzzle, den habt ihr hier noch gar nicht gesehen. Von daher, das ist halt immer noch Tutorial, würde ich sagen. Jetzt haben wir gesehen, wo der Bienenstock runterfällt. Ich dachte erst, wir können uns den Bienenstock halt auf den Kopf fallen lassen am Anfang, aber nee. Wir springen ins Wasser. Alarm! Posten verlassen! Und dann verlassen sie ihren Posten, um uns zu retten. Lern schwimmen, Junge. Danke für die Rettung. Gern geschehen, Junge. Er hat mit mir geredet. Ich glaube, diese Müdigkeitsausrede wird langsam alt. Alt, aber nicht minder aktuell. Hä? Oh oh. Oh je. Nicht gut. So, jetzt gehen sie auch auf jeden Fall nicht zurück auf ihren Posten und jetzt können wir probieren, hier rüber zu kommen. Ich weiß auch nicht, hier gibt es glaube ich nicht viele Möglichkeiten, aber... Also das ist immer noch, wie gesagt, relativ linear. Jetzt habe ich hier halt auch das letzte Mal probiert, den Baum zu fällen. Ja, genau. Und der wirft ihn einfach um. Naja. Hier drüben, Kamera. Wie gemein. Naja, dann müssen wir wohl da unten rum. So. Mal dasselbe Spiel. Zack. Zack. Und. Entschuldigung. Ey, da zeichnet sich ein Muster ab. Den finde ich super. Der ist nachher ein bisschen nervig, aber der ist super. So. Ich kenne ja schon die ganzen Lösungen, deswegen muss ich hier nicht lange überlegen. Thank you.
Und jetzt musste man halt ein bisschen nachdenken, aber macht ja sehr viel Sinn eigentlich. Jetzt kann man ja hier unten, wir haben jetzt ein Seil und einen Baum. Ja, was kann man damit machen? Ein Floß. Die Typen mit den Bienen. So. Ich ließ die Axt im Baum zurück, weil ich sie nicht mehr benötigte. Bist du sicher? Ziemlich sicher. Alle fragen immer nach der Axt. Das wird langsam lästig. Oh. Ja, jetzt binden wir das noch zusammen. So. Schauen wir uns noch an, was drüben auf dem anderen Ufer passiert kurz. Und dann sind wir eigentlich soweit durch mit dem Video, würde ich sagen. Und ja, ihr wisst ja jetzt schon, mein Eindruck ist durchaus positiv. So. Wenn ihr halt, ne, wie immer, wenn euch jetzt irgendwie das gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, dann könnt ihr da gerne reingucken in das Spiel. Also wie gesagt, ich kann das echt empfehlen. Und ja, ist seit langer Zeit mal wieder ein cooles Adventure-Game auf jeden Fall. Also was halt auch noch richtig den Namen Adventure-Game irgendwo verdient. Wird man halt später eher sehen. Richtig? Ja. Woher kennt ihr meinen Namen? Du wärst überrascht, welche Informationen die Leute preisgeben, wenn sie zu sehr über ihren eigenen Kram nachdenken. Und übrigens, ohne dich hätte es niemand hinübergeschafft. Gut gemacht, Graham. Danke, denke ich. Man wird es dir nie danken. Diejenigen, die ihren Verstand ihren Muskeln vorziehen, gehen meistens nicht in die Geschichte ein. Ich merke schon, wir zwei sind uns ähnlich. Du bist ein kreativer Denker mit Verstand. Um hier zu gewinnen, musst du ihre Stärke, Beweglichkeit und ihr Tempo wettmachen. Und du brauchst einen Freund. Ich bräuchte echt einen Freund. Man nennt mich Manny. Sehr erfreut. Also, Freund, was ist deine Lieblingsfarbe? Magst du Bonbons mit Popcorn-Geschmack? Wann hast du Zeit für Pyjama-Partys? Sind wir in einem Geheimclub? Grün. Ich mag lieber Pizza. Ich habe immer Mittwochs- und Samstagszeit. Und ich würde eher von einer geheimen Allianz sprechen. Allianz? Dieser Wettbewerb wird nicht einfach. Und Daventry braucht Männer wie uns. Zusammen haben wir vielleicht eine Chance. Wie ist der Plan? Wenn du gewinnst, leg beim König ein gutes Wort für mich ein. Wenn ich gewinne, mache ich dasselbe. Bald machen wir Karriere im Schloss. Wir sollten uns jetzt zum Turnierplatz begeben. Du kannst auf mich zählen. So. Jo, aber ich glaube, das war ein guter Eindruck, ein gutes Stück vom Spiel. Das Video wird ja sonst viel zu lang, also ist jetzt schon ziemlich lang geworden. Ich wollte halt gerne so die einzelnen Aspekte irgendwie von dem Game zeigen. Ich denke, das ist jetzt ganz gut fürs Erste. Und ja, ich hoffe, wie immer, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr bis hierhin es ausgehalten habt, könnt ihr auch nochmal schnell nach oben den Daumen drücken. Das hilft dabei, dass das Video von mehr Leuten gesehen wird. Wie gesagt, schaut einfach mal in King's Quest rein, wenn ihr es interessant findet. Ihr müsst da kein Fan von der Serie sein. Bin ich ja auch nicht gewesen, um da was mit anfangen zu können. Das finde ich ganz gut. Ja, also so eine kleine Überraschung gewesen. Und ansonsten, ne, mehr Tests und so ein Kram, mehr Simon zockt, gibt es auf meinem Kanal The Bad Beard auf YouTube. Da könnt ihr einfach mal reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Graham, nach vorn zur Tribüne, bitte.